Willkommen zu einem Video aus dem Kurpfalzpark. Hier haben wir den Eingang. Hier kann man kostenlos parken, wie es aussieht. Der Eintritt für Erwachsene, ich bin heute alleine da, ist 18 €. Und ihr werdet jetzt den Park mal ein bisschen aus Perspektive eines Erstbesuchers sehen, da ich auch zum ersten Mal da bin. Hier ist der Eingang. Hier seht ihr schon ein bisschen Weg vom Park. Man muss übrigens bar bezahlen. Hier ist Kartenzahlung nicht möglich. Hier seht ihr die Preise, Eintrittspreise, und hier gehen wir rein. So, hier haben wir ein Ticket und einen Parkplan. Und dann gehen wir mal rein. So, bin ich mal gespannt. Oh ja, da muss ich mal hin. Ich zeige euch mal so ein bisschen den Parkplan. Also das ist ein Wildpark und ein Erlebnispark. Also man hat ein paar Attraktionen. Wahrscheinlich eher für Kinder, aber ich zeige euch dann so ein bisschen On-Rides, auch von Sachen, die für Erwachsene gut geeignet sind. Hier haben wir zum Beispiel schon mal ein paar Tiere. Und man kann hier auch Futter kaufen, um die Tiere zu füttern. Hier gibt es auch einen Wildlehrpfad. Da kann man einiges über die Natur lernen, was auch ganz schön ist. Pädagogisch wertvoll sozusagen. Aber auch sonst ist hier viel los. Es ist auf jeden Fall schon mal sehr schön, hier durchzulaufen. Wirkt entspannend, so durch den Wald. Hier haben wir schon mal eine erste Attraktion, Riesenrutschen. Hier gibt es verschiedene, diese in dem Rohr und diese hier, die offen sind mit den Rutschsäcken oder ja, so Säcke sind das. Diese Tunnelrutsche ist ein bisschen steiler. Hier haben wir einen Imbiss am See. Schauen wir mal, wie die Preise hier sind. Eis gibt's. Und hier haben wir Getränke, Eis, Bratwurst mit Brot. Ja, normale Preise mehr oder weniger. Ja, teilweise auch ein bisschen teuer. Im Sonnenschein kann man hier im Zelt sitzen. Das ist ja auch ganz gut. Aber hier gibt es auch viele schöne Sitzplätze. Und hier gibt es einen schönen See, auf dem man herumfahren kann. So Tretboote sind das. Das ist ja auch schön. Kann man ein ganzes Stück fahren. Hier ist auch ein Tiergehege, aber die Tiere haben sich wahrscheinlich versteckt. Jedenfalls keine. Hier kann man sogar grillen, wahrscheinlich, wenn man irgendwas mitbringt zum Grillen. Kann man selbst grillen, das ist ja auch schön. Hier ist der Kurpfalz-Coaster, mit dem fahre ich jetzt als erstes mal. Hier fahren die Leute die Berge hoch. Es gibt scheinbar 2 verschiedene Bahnen. Muss ich mal beide ausprobieren. Für Kinder ab 8 Jahre und um 10 Uhr morgens geht's los. Hier gegenüber gibt es einen schönen Kletterwald. Hier seht ihr mal die Vorschriften von der Bahn. Also ein automatisches Bremssystem gibt es scheinbar nicht. Man muss 25 Meter Abstand halten, um nicht sich selbst und andere zu gefährden. Hier ist der Zündstieg. Gut, nach vorne. Das Grau und seine Pumpe reinfahren. Ah, das ist gut. Das ist nur, wenn der zweite mitfährt. Ah, gut. So, dann kann es losgehen. Hier wird man jetzt erstmal hochgezogen. Bin ich mal gespannt, wie hoch das ist. Ja, also für Erwachsene würde ich sagen, sind eigentlich diese beiden Bahnen, mit denen man hier fahren kann, die einzige Attraktion im Park. Und dann ja, kann man noch die Tiere besuchen. Ist hauptsächlich eben ein Park für kleinere Kinder. Hier auch bremsen. Ah, da kann ich auch loslassen. Super. die Strecke. Bin ich gleich da und dann geht's los. So. Okay, startet relativ langsam. Wer bremst, verliert, ne? Erstmal bremsen. Aber es bremst auch automatisch ein bisschen, wenn man zu schnell ist, wie es aussieht. Alter, kommst du dazu? Boah, sag mal, was geht denn eigentlich? Ich hab mich schon nicht getraut, so voll verraten. Ist mir voll einer hinten drauf gerast mit seinem Kind. Finde ich echt geil. Gut, dann nehmen wir hier die nächste Bahn, Rotsteigflitzer. Da geht's die Treppe hoch. Okay, mit dem fahren scheinbar nicht so viele. Schauen wir mal. Und hier ist der Zustieg. Ups. Ups. Ohne festschnallen? Hier keine. Okay. Nach vorne Gas? Ja. Und zurückbremsen. Okay. Und bis unten? Muss ganz unten drücken und festhalten. Gut. Jetzt muss drücken. Ja. Drücken. Ja. Oh mein Gott. Oh, jetzt sind wir hier erstmal hochgezogen. Okay. Ohne festschnallen ist schon ein bisschen so. I don't know. Also bin ich immer gespannt, das fühlt sich natürlich ein bisschen anders an, wenn man nicht festgeschnallt ist. Das mag ich gar nicht so, wahrscheinlich fahren deswegen die Leute auch nicht so damit. Keine Ahnung. Dann noch mit Kind dabei. Da vorne sitzt jemand mit Kind. Sitzen bleiben, Verletzungsgefahr. Das kann ich mir vorstellen. Ja, hier oben ist übrigens so eine Brücke, über die man dann auch drüber fährt. Kann ich wieder aussteigen? Da vorne kann man aussteigen. Oder auch nicht, ich weiß nicht, was das ist. Anstrengend zu sitzen, weil man sich halt gar nicht so richtig zurücklehnen kann. Also die andere Bahn ist auf jeden Fall bequemer. Aber vielleicht macht die ja Spaß. nicht stellen, das ist ein bisschen dick. Ich den nicht abwische. Gut. Ja, jetzt sollen wir gleich den Hebel nach vorne drücken. Das können wir mal machen. Okay. Er ist halt wie so eine Bobbahn. Mehr oder weniger. Ja. Ich glaube, ich brauche es hier nicht so schnell zu fahren, oder? Ja, das Ding geht von alleine vor. Okay. Ja, es geht von der Geschwindigkeit her, aber es hat irgendwie gar keine Fliehkraft. Das andere ist auf jeden Fall auch schon mal schneller. Das hier bremst irgendwie automatisch auch ein bisschen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es auch los. Okay. Boah, wieso hängt das so komisch in der Kurve? Also das ist jetzt nicht meine Lieblingsbahn. Ja, die anderen überholen mich schon lang. Aber man kann auch nicht schneller fahren, also das ist schon Maximum. Ich brauche es aber auch nicht schneller, ganz ehrlich. Okay, das wird mir jetzt sogar ein bisschen zu schnell. Oh, diese Bahn ist schrecklich. I don't like it. Nee. Ja, aber wie gesagt, man kann das auch einfach loslassen. Das juckt gar nicht. Okay. Ja, ja. Ein bisschen bremsen. Oh, das hängt so blöd hier in der Kurve. Ich weiß gar nicht warum. Lassen kann, ist, dass sie lang ist. Also man ist ein bisschen länger unterwegs als bei der anderen, glaube ich. Weil man halt auch langsamer ist, sozusagen. Okay, jetzt bremsen, jetzt bin ich wohl da. Okay. Fährt mir diesmal nicht einer hinten drauf. So, fertig. Hinten in der Mitte ungefähr haben wir dann nochmal einen sehr schönen Spielplatz mit allen möglichen tollen Spielgeräten. Also für kleinere Kinder ist das auf jeden Fall hier sehr schön. Übrigens habe ich überhaupt gar kein Internet hier. Also wer hier kommunizieren möchte mit dem besten Netz Deutschlands, hat hier leider keinen Erfolg. Hier sieht man noch mal so ein bisschen die Bahn. Es gibt auch hier so ein paar Shows, da läuft auch da hinten gerade was. Auch eher für die Kleinen. Ah. So, das habe ich mir doch gleich gedacht. Aber... ihr seid ja alle meine Freunde. Also der Spielplatz ist auf jeden Fall sehr schön mit sehr schönen Spielgeräten. Ich glaube, da hätte auch meine noch Bock drauf gehabt mit 13. Hier ist auch noch so eine kleine Ecke für die eher kleineren. Genau, hier ist die Kleinkinderfarm. Und hier haben wir noch ein bisschen den Bereich für die Größeren. Und hier haben wir gegenüber dieses Karussell. Beim Karussell gibt es auch nochmal einen Imbiss, einen kleinen Spielplatz und da hinten auch nochmal einen Grillplatz. Hier haben wir das Karussell, das zeige ich euch gleich in Aktion. Ich mag ja Kettenkarussell nicht so gerne, deswegen fahre ich damit jetzt nicht, aber wir zeigen es euch mal. Hier zeige ich euch mal den Grillplatz. Also wenn man selbst Sachen mitnimmt, kann man hier schön grillen und Feuer machen. Das ist ja eigentlich auch super. Ist auch gut geeignet für Stockbrot. Ja, das ist bestimmt ganz schön hier mal, wenn man das so einplant. Süße, hey. Was? Ein Zauberhut? Wow! Ich gucke, was noch drin ist. Passt mal auf. Achtung, alle. Wow! Eine Zaubertischdecke ist auch dabei. Guck mal. Nee. Was ist das? Ein Zauberumhang. Ein Zauberumhang? Ja! Wow! Wisst ihr was? Das ist eine richtige Zauberkiste, ja. Soll ich das mal anziehen? Ei, guck mal an. Ein rotes Zaubertuch. Hey! 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 Aua, so. Habt ihr das Tuch alle gesehen? Ja! Super, dann kann ich es wieder wegpacken. So. Nein, passt auf, genau hingeschaut. Achtung. Abra! Kadabra! Simsalabim! Alle hopp! Hey! Hola! Dankeschön! Jawohl! Oh. Junge, das ist ja gefährlich. Voll auf die Waffe. Bloß weg mit dem Ding. Ja. Mama mia, aua. So, jetzt habe ich mir mal eine Bratwurst mit Brot und Senf geholt als Snack. Sieht auch schick aus. 3,30 Euro zahlt man dafür. Ja, war auch noch eine schöne Attraktion, die man durchaus auch als Erwachsener machen kann. Flitzt man hier so über den kleinen See, auf dem man hier auch mit diesen Motorbootchen rumfahren kann. Das ist ja auch immer ganz lustig. Was auch schön ist, ist dieser Seeweg hier. Die kleine Brücke über den See. Upsi, oh. Hier zu laufen ist ein bisschen anstrengend, aber geht. Ah, dann sind wir hier im Wasser. Hier oben lang geht es dann auch nochmal zu den Tieren, aber da hinten gibt es ansonsten eigentlich keine Attraktion mehr. Hier vorne haben wir noch ein bisschen Spielplatz. Hier diese kleine Ecke am See ist auch ganz schön. Hat man so kleine Hütten für sich alleine und hat wirklich so ein bisschen weg vom Schuss. Also mit Familie würde ich mich ja hier hinsetzen, wenn ich das weiß. Aber die wissen das vielleicht da vorne nicht, dass man hier so schön sitzen kann. Hier ist ein Gehege noch. Also da geht noch eine ganze Ecke weiter dahinter. Aber ich mag halt mehr so Attraktionen. Da hinten lang gibt es wohl auch noch eine Fischerhütte. Hier kann man dann auch noch mal schöne Fotos machen. Klettern aber verboten. Was ich jetzt gar nicht gesehen habe, ist diese Greifvogelflugschau. Das ist vielleicht auch noch ganz schön. Das kommt halt zu einer Zeit, da war ich jetzt gar nicht da. Hier am Ausgang ist scheinbar noch ein Souvenirladen. Achtung, was ist das? Und hier ist der Ausgang. So, als Fazit würde ich sagen, wenn man jetzt zum Beispiel auch noch das Grillen mitnimmt, was ja auch kostet normalerweise auf dem Grillplatz, außer es gibt kostenlose Plätze, dann lohnt sich der Park auf jeden Fall, wenn man so wirklich den ganzen Tag einplant mit Familie zusammen. Jetzt für alleinstehende, erwachsene Jugendliche ist es vielleicht nicht ganz so spannend, aber ist eigentlich ein ganz schöner Park. Kann man mal machen. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt zum ersten Mal gekommen bin. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, hierher zu kommen und mal ein bisschen Zeit hier zum Entspannen zu verbringen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also entspannend ist es auf jeden Fall hier. Mir ist es ein bisschen zu entspannt. Ich möchte ein bisschen mehr Aktion. Aber wer die ganze Woche gearbeitet hat und mal Ruhe haben möchte, runterkommen möchte, für den ist dieser Park hier sehr schön. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Wenn ja, gebt uns einen fetten Daumen nach oben und abonniert gerne unseren Kanal. Es kommen noch mehr Videos, demnächst auch aus weiter Ferne aus dem Ausland. Tschüss!